Hallo Freunde, herzlich willkommen wieder bei Chris Hilton, Potente Gesundheitsküche. Ich habe im Internet ein Bild gesehen, ich glaube das war sogar auf Facebook, wo jemand was gemacht hat und ich dachte mir, Mensch, das ist mal eine richtig gute Idee. Das geht schnell, du hast wenig Arbeit damit und es schmeckt gigantisch. Ihr wisst es alle, ihr wart bestimmt schon mal beim Mexikaner oder sonst irgendwo beim Essen und da gab es eine Ofenkartoffel mit einem Sauerrahm. So, jetzt habe ich mir gedacht, wie kann man das denn ein bisschen abändern, dass das gesund ist, dass da Power drin ist, dass es nicht so fett ist, dass es einfach besser ist, dass es potent ist. Und mir ist was eingefallen, ich habe es zwei, dreimal gemacht, jetzt bin ich auf den Trichter gekommen und heute gibt es eine Power-Kartoffel. Ich zeige euch mal, wie das geht und da muss ich mich bedanken bei dem Autor, wer es auch immer war, ist nicht meine Idee. So, ihr nehmt große Kartoffeln, die habe ich gekauft. Zuerst zeige ich euch mal, was wir alles brauchen. Also ich habe ein paar große Kartoffeln hier, je nach Bedarf. Ich habe jetzt mal 5 Stück. Ich hatte echte Probleme, schöne große Kartoffeln zu bekommen, so richtige fette, weil die kriegst du irgendwie nirgends in keinem Supermarkt. Ich habe halt welche genommen, die so ein bisschen größer sind. Dann haben wir wieder unseren Zucker, Vollrohrzucker, Balsamico, Pfeffer, Salz, eine Bio-Zitrone, von der wir wieder nur die Schale brauchen, eine Zwiebel, dann eine scharfe Peperoni, eine gelbe, die ist getrocknet und mir zerbrochen, aber nicht so schlimm. 2 Zehen Knoblauch, ein bisschen an Schwarzkümmel. Und jetzt kommen die wichtigen Sachen. Jetzt habe ich einen Bund Schnittlauch gekauft heute. Den Topf hat es leider nicht gegeben, aber der Bund war dafür im Angebot. Dann habe ich ein paar Cherry-Tomaten noch übrig. Das Hanföl. Und jetzt kommt es wieder. Weil ich ja auch das in meinem Video Milch ist ungesund schon gesagt habe, ich koche ganz wenig mit Milch und Milchprodukten, aber ab und zu gönne ich mir einen Magerquark, ganz selten wie gesagt, einmal im Quartal oder so und heute ist der Tag. Und jetzt zeige ich euch was, es schmeckt wirklich geil. Ihr nehmt also eine Kartoffel und schneidet die auf der langen Seite ein bisschen unten flach. Und zwar, ich zeige euch das mal aus der Nähe. Ihr wascht die natürlich zuerst und schneidet alles, was grün ist, weg, auch die Augen weg. Da ist Solanin drin, das ist toxisch, wollen wir nicht haben. So, wir nehmen also die Kartoffel und ich habe jetzt hier eine Kante so ein bisschen abgeschnitten. Das sieht man hoffentlich ganz gut. Und das hat nur einzig und allein den Grund, dass es steht. Und zwar hochkant steht. So, und jetzt habe ich dann eine zweite Kamera heute hierher gebaut. Ich habe jetzt hier zwei Brettchen und zwischen die zwei Brettchen stelle ich die Tomate rein. Und dann schneide ich dünne Scheiben bis aufs Brettchen runter. So, ich mache das mal. Und wenn ihr das jetzt schön aufgeschnitten habt, das sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht, dann stellt ihr sie mir aufs Backblech. Und das mache ich jetzt schnell. So, die Kartoffeln habe ich jetzt in den Ofen rein, 180 Grad Oberhitze. Und jetzt geht es an unsere Soße. Den Quark, den packe ich komplett erst einmal in ein Behältnis. Dann ziehe ich von der Zitrone zwei Scheiben ab, zwei dünne, und packe diese beiden Scheiben in einen Zerkleinerer. Dazu gesellt sich die Peperoni, dazu gesellt sich der Knoblauch. Das hacken wir jetzt erst einmal klein. Oh Freunde, schaut mal rein. Das ist mal echt ein geiles Aroma. Ja, da haut so ein kleiner Vogel raus. So, die Zwiebel hacken wir in ganz kleine Stücke. So, da. Die Zwiebel hauen wir erstmal da rein.
Ja, Leute, ihr seht schon, wie es mir die Tränen in die Augen haut, die Zwiebeln. Dann werden wir das, was wir klein gehauen haben, oder nein? Einen gut gehäuften Esslöffel Vollrohrzucker, das seht ihr ja. Zwei bis drei Esslöffel Balsamico. Zwei Esslöffel Hanföl. Und eine Prise Schwarzkümmel. Das könnt ihr nach, wie ihr das wollt, machen. Ich tue ein bisschen mehr rein, weil der schmeckt mir zurzeit ganz gut. Das Ganze wird jetzt gut miteinander vermischt. Ich will ehrlich zu euch sein. Man kann das natürlich auch mit Kokoscreme machen. No? Aber ich habe den Magerquark deswegen genommen, weil er hat wirklich 0% Fett und ich bin gerade am Abspecken. Sonst hätte ich den gar nicht benutzt. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, ah, aber die Kartoffeln haben ja so viele Kohlenhydrate. Ja, und das ist gewollt. Denn ich habe ein spezielles Abnehmprogramm, das ich selber seit Jahren durchziehe. Und ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich auf Kohlenhydrate komplett verzichte, dann werde ich wieder ohne Ende. Ich kann mich selber nicht mehr leiden, ich kann meine Umwelt nicht mehr leiden. Und im Prinzip fehlt mir Power ohne Ende und das wirkt sich auf meine Leistungsfähigkeit aus. Und irgendwann habe ich dann immer abgebrochen, weil ich gesagt habe, jetzt halte ich es nicht mehr aus. Und seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe bei der Diät und einfach hergehe und sage, okay, ich esse Kohlenhydrate, aber nur noch am Vormittag, damit mein Körper den ganzen Tag Zeit hat, die zu verbrutzeln. Und am Abend gibt es ein bisschen mehr Obst und Gemüse. Bei dem funktioniert das einwandfrei. So, wollen wir mal probieren. Viel Salz. Klar, haben wir ja noch gar nicht Salz. Jetzt schneidet man noch zum Schluss den Schnittlauch rein. Dafür benutze ich meine neu erworbene Kräuterschere. Den Schnittlauch, den mischen wir nochmal schön runter. Der schaut jetzt natürlich in der Schüssel ein bisschen wild aus. Ich zeige euch das einmal. Aber auf der Kartoffel nachher wird es umso besser ausschauen. Die Cocktailtomaten, die schneide ich in der Mitte durch. Es bleibt nur noch zu warten, bis die Kartoffeln soweit sind. Ich mache dann auch schön ein Bild davon, damit ihr wisst, wie die aussehen müssen. Schön knusprig, braun und voll im Saft. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, jetzt zeige ich euch mal, wie die Kartoffeln im Ofen ausschauen. So, die Kartoffeln sind fertig, schauen toll aus. Jetzt wird angerichtet. Ihr könnt, wenn ihr die Kartoffeln jetzt gleich mit dem Magerquark zusammentut, ruhig ein bisschen nochmal in die Kerben rein und ein bisschen auseinanderdrücken. Vorsichtig. So, Freunde, schaut euch das mal an. So muss das ausschauen. Und wie es noch dampft, ich hoffe, dass man es gut erkennen kann. Ich zeige es euch jetzt gleich noch auf dem Bild. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich kann es nur empfehlen und guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.